Ich habe einen Flyer entworfen für dich und ich schicke ihn dir gerne zu. Gib mir deine Kontaktdaten. Per Mail, du kannst mich erreichen. Dann schicke ich es dir zu. Hier steht noch einmal einiges drin zu dem, was wir machen, was mir wichtig ist an diesem Tag. Ja, vielleicht hilft dir das, deine Entscheidung zu treffen, dabei zu sein. Ich freue mich auf dich. Einmal vor zeitloser Zeit, da war eine kleine Seele, die sagte zu Gott, ich weiß, wer ich bin. Und Gott antwortete, oh, das ist ja wunderbar, wer bist du denn? Die kleine Seele rief, ich bin das Licht. Und auf Gottes Gesicht erstrahlte das schönste Lächeln. Du hast recht, bestätigte er, du bist das Licht. Da war die kleine Seele überglücklich, denn sie hatte genau das entdeckt, was alle Seelen im Himmelreich herausfinden wollen. Oh, sagte die kleine Seele, das ist ja toll. Doch schon bald genügte es der kleinen Seele nicht mehr zu wissen, wer sie war. Sie wurde unruhig, ganz tief drin und wollte nun sein, wer sie war. So ging sie wieder zu Gott. Es ist übrigens keine schlechte Idee, sich an Gott zu wenden, wenn man das sein möchte, was man eigentlich ist. Sie sagte, hallo Gott, nun weiß ich, wer ich bin. Könnte ich es da nicht auch sein? Und Gott antwortete der kleinen Seele, du meinst, dass du sein willst, was du schon längst bist? Also, sprach die kleine Seele, es ist schon ein Unterschied, ob ich nur weiß, wer ich bin oder ob ich es auch wirklich bin. Ich möchte fühlen, wie es ist, das Licht zu sein. Aber du bist doch das Licht, wiederholte Gott und er lächelte wieder. Doch die kleine Seele jammerte. Ja, aber ich möchte doch wissen, wie es sich anfühlt, das Licht zu sein. Gott schmunzelte. Das hätte ich mir denken können. Du warst schon immer recht abenteuerlustig. Es gibt da nur eine Sache, sagte Gott und schaute dabei sehr ernst rein. Was denn? Fragte die kleine Seele. Nun, es gibt nichts außer Licht. Weißt du, ich habe nichts anderes erschaffen als das, was du bist. Und deshalb wird es nicht so einfach für dich zu werden, wer du bist. Denn es gibt nichts, was nicht so ist wie du. Wie? Fragte die kleine Seele und war ziemlich verwirrt. Stell es dir so vor, begann Gott. Du bist wie der Schein einer Kerze in der Sonne. Und genauso soll es auch sein. Und neben dir gibt es noch Millionen weitere Kerzen. Gemeinsam seid ihr die Sonne. Doch die Sonne wäre nicht die Sonne, wenn du fehlen würdest. Schon mit einer Kerze weniger wäre die Sonne nicht mehr die Sonne, die sie sein könnte, nicht mehr ganz so hell strahlen. Die große Frage ist also, wie kannst du herausfinden, dass du Licht bist, wenn du überall von Licht umgeben bist? Da erwiderte die kleine Seele frech, du bist doch Gott, überleg dir halt etwas. Du hast recht, sagte Gott und lächelte wieder. Und mir ist auch schon etwas eingefallen. Da du Licht bist und dich nicht erkennen kannst, wenn du nur von Licht umgeben bist, werden wir dich einfach in Dunkelheit einhüllen. Was ist denn Dunkelheit? Fragte die kleine Seele neugierig. Gott antwortete, Dunkelheit ist das, was du nicht bist. Werde ich Angst davor haben, wollte die kleine Seele wissen. Nur, wenn du Angst haben willst, antwortete Gott. Es gibt überhaupt nichts, wovor du dich fürchten müsstest, es sei denn, du willst dich fürchten. Weißt du, die ganze Angst denken wir uns nur selbst aus. Ah, die kleine Seele nickte verständig und fühlte sich gleich wieder besser. Dann erklärte Gott, dass oft erst das Gegenteil von dem erscheinen müsse, was man erfahren wolle. Das ist ein großes Geschenk, sagte Gott. Denn ohne das Gegenteil könntest du nie erfahren, wie etwas wirklich ist. Du würdest Wärme nicht ohne Kälte erkennen
oben, nicht ohne unten. Schnell, nicht ohne langsam. Du könntest rechts nicht ohne links erkennen. Hier, nicht ohne dort. Und jetzt nicht ohne später. Und wenn du von Dunkelheit umgeben bist, schloss Gott, dann balle nicht die Faust und erhebe nicht die Stimme, um die Dunkelheit zu verwünschen. Sei lieber ein Licht in der Dunkelheit, statt dich über sie zu ärgern. Dann wirst du wirklich wissen, wer du bist. Und alle anderen werden es auch wissen. Lass dein Licht strahlen, damit die anderen sehen können, dass du etwas Besonderes bist. Meinst du wirklich, es ist in Ordnung, wenn die anderen sehen können, dass ich etwas Besonderes bin? Natürlich, Gott lächelte. Es ist sogar sehr in Ordnung. Doch denke immer daran, etwas Besonderes zu sein heißt nicht, besser zu sein. Jeder ist etwas Besonderes, jeder auf seine Weise. Doch die meisten haben das vergessen. Erst wenn sie merken, dass es für dich in Ordnung ist, etwas Besonderes zu sein, werden sie begreifen, dass es auch für sie in Ordnung ist. Toll, rief die kleine Seele und tanzte und hüpfte und lachte vor Freude. Ich kann also so besonders sein, wie ich will? Ja, und du kannst auch sofort damit anfangen, sagte Gott und tanzte, hüpfte und lachte mit der kleinen Seele. Wie möchtest du denn besonders sein? Was meinst du mit wie? Fragte die kleine Seele. Das verstehe ich nicht. Nun, das Licht zu sein heißt, etwas Besonderes zu sein. Und das kann sehr viel bedeuten. Es ist etwas Besonderes, freundlich zu sein. Es ist etwas Besonderes, sanft zu sein. Es ist etwas Besonderes, schöpferisch zu sein. Es ist etwas Besonderes, geduldig zu sein. Fallen dir noch andere Dinge ein, mit denen man etwas Besonderes sein kann? Die kleine Seele saß einen Moment lang ganz still da und dann rief sie, ja, ich weiß eine ganze Menge anderer Dinge, mit denen man etwas Besonderes sein kann. Es ist etwas Besonderes, hilfreich zu sein. Es ist etwas Besonderes, rücksichtsvoll zu sein. Und es ist etwas Besonderes, miteinander zu teilen. Ja, stimmte Gott zu. Und all das kannst du jederzeit auf einmal sein. Oder auch nur ein Teil davon. Genau das bedeutet es, das Licht zu sein. Ich weiß, was ich sein will, ich weiß, was ich sein will, rief die kleine Seele aufgeregt. Ich möchte der Teil des Besonderen sein, den man Vergebung nennt. Ist zu vergeben nicht etwas Besonderes? Oh ja, versicherte Gott der kleinen Seele, das ist etwas ganz Besonderes. In Ordnung, sagte die kleine Seele, das will ich sein. Ich möchte Vergebung sein. Ich möchte mich selbst als genau das erfahren. Gut, sagte Gott, doch da gibt es noch eine Sache, die du wissen solltest. Die kleine Seele wurde langsam etwas ungeduldig. Immer schien es irgendwelche Schwierigkeiten zu geben. Was denn noch? Stöhnte sie. Es gibt keinen, dem du vergeben müsstest. Keinen? Die kleine Seele konnte kaum glauben, was Gott da sagte. Keinen, wiederholte Gott. Alles, was ich erschaffen habe, ist vollkommen. Es gibt in meiner ganzen Schöpfung keine einzige Seele, die weniger vollkommen wäre als du. Schau dich doch mal um. Da sah die kleine Seele, dass viele andere Seelen sich um sie herum versammelt hatten. Sie waren von überall her aus dem Himmelreich gekommen. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass die kleine Seele ein ganz besonderes Gespräch mit Gott führte und sie alle wollten hören, worüber sich die beiden unterhielten. Als die kleine Seele die unzähligen anderen Seelen betrachtete, musste sie zugeben, dass Gott recht hatte. Keine von ihnen war weniger schön, weniger strahlend oder weniger vollkommen als sie selbst. Die anderen Seelen waren so wundervoll. Ihr Licht strahlte so hell, dass die kleine Seele kaum hinsehen konnte. »Wem willst du nun vergeben?« fragte Gott. »Auweia, das wird aber wenig Spaß machen,« brummte die kleine Seele vor sich hin. »Ich möchte mich selbst als jemand erfahren, der vergibt. Ich hätte so gerne gewusst, wie man sich mit diesem Teil des Besonderen fühlt.«
Und so lernte die kleine Seele, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Doch da trat eine freundliche Seele aus der großen Menge heraus. Sie sagte, sei nicht traurig, kleine Seele, ich will dir helfen. Wirklich, rief die kleine Seele, aber was kannst du für mich tun? Ich kann derjenige sein, dem du vergeben kannst. Oh, wirklich? Ja, ganz bestimmt, kicherte die freundliche Seele. Ich kann in dein nächstes Erdenleben kommen und dir etwas antun, damit du mir vergeben kannst. Warum willst du das für mich tun? Fragte die kleine Seele. Du bist doch ein vollkommenes Wesen. Deine Schwingungen sind so hoch und dein Licht leuchtet so hell, dass ich dich kaum anschauen kann. Was bringt dich bloß dazu, deine Schwingungen so zu verringern, dass dein Licht dunkel und dicht wird? Du bist so Licht, dass du auf den Sternen tanzen und in Gedankenschnelle durch das Himmelreich sausen kannst. Warum solltest du dich so schwer machen, um mir in meinem nächsten Leben etwas Böses antun zu können? Ganz einfach, sagte die freundliche Seele, weil ich dich lieb habe. Diese Antwort überraschte die kleine Seele. Du brauchst nicht erstaunt zu sein, sagte die freundliche Seele. Du hast dasselbe auch für mich getan. Weißt du es nicht mehr? Wir haben schon so oft miteinander getanzt, ja. Du und ich. Durch Äonen und alle Zeitalter hindurch haben wir an vielen verschiedenen Orten miteinander gespielt. Du hast es nur vergessen. Wir beide sind schon alles gewesen, was es gibt. Wir waren schon oben und waren unten. Wir waren schon rechts und waren links. Wir waren hier und waren dort. Wir waren im Jetzt und waren im Später. Wir waren schon Mann und waren Frau. Wir waren gut und waren schlecht. Beide waren wir schon das Opfer und beide waren wir der Schurke. So kommen wir immer wieder zusammen und helfen uns immer wieder, das auszudrücken, was wir wirklich sind. Und deshalb, erklärte die freundliche Seele weiter, werde ich in dein nächstes Erdenleben kommen und der Bösewicht sein. Ich werde dir etwas Schreckliches antun und dann kannst du erfahren, wie es sich anfühlt, zu vergeben. Aber was wirst du tun? Fragte die kleine Seele nun doch etwas beunruhigt. Was kann denn so schrecklich sein? Oh, sagte die freundliche Seele mit einem Lächeln, uns wird schon etwas einfallen. Dann wurde die freundliche Seele sehr ernst und sagte mit leiser Stimme, weißt du, mit einer Sache hast du vollkommen recht gehabt. Womit denn? Wollte die kleine Seele wissen. Ich muss meine Schwingung sehr verringern und sehr dicht werden, um diese schreckliche Sache tun zu können. Ich muss so tun, als ob ich jemand wäre, der ich gar nicht bin. Und deshalb muss ich dich um einen Gefallen bitten. Du kannst dir wünschen, was du willst, rief die kleine Seele, sprang umher und sang, Hurra, ich werde vergeben können, ich werde vergeben können. Da bemerkte die kleine Seele, dass die freundliche Seele sehr still geworden war. Was ist? Was kann ich für dich tun? Fragte die kleine Seele. Du bist wirklich ein Engel, wenn du diese schreckliche Sache für mich tun willst. Da unterbrach Gott die Unterhaltung der beiden Seelen. Natürlich ist diese freundliche Seele ein Engel. Jedes Wesen ist ein Engel. Denke stets daran. Ich habe dir immer nur Engel geschickt. Die kleine Seele wollte den Wunsch der freundlichen Seele doch so gern erfüllen und fragte nochmals, sag schon, was kann ich für dich tun? Die freundliche Seele antwortete, in dem Augenblick, wo wir uns treffen und ich dir das Schreckliche antue, in diesem Moment, wo ich das Schlimmste tue, was du dir vorstellen kannst, also in diesem Moment, ja, konnte man die kleine Seele vernehmen, ja, die freundliche Seele wurde noch stiller. Denke daran, wer ich wirklich bin. Oh, das werde ich bestimmt, rief die kleine Seele. Das verspreche ich dir. Ich werde mich immer so an dich erinnern, wie ich dich jetzt hier sehe. Gut, sagte die freundliche Seele. Weißt du, ich werde mich so verstellen müssen, dass ich mich selbst vergessen werde. Und wenn du dich nicht daran erinnerst, wer ich wirklich bin,
dann werde ich mich selbst für eine sehr lange Zeit auch nicht daran erinnern können. Wenn ich vergesse, wer ich bin, dann kann es passieren, dass auch du vergisst, wer du bist. Und dann sind wir beide verloren. Dann brauchen wir eine weitere Seele, die in unser Leben kommt und uns daran erinnert, wer wir wirklich sind. Doch die kleine Seele versprach noch einmal, nein, wir werden nicht vergessen, wer wir sind. Ich werde mich an dich erinnern und ich werde dir sehr dankbar dafür sein, dass du mir dieses große Geschenk machst. Das Geschenk, dass ich erfahren darf, wer ich wirklich bin. Und nun hatten die beiden Seelen eine Abmachung. Die kleine Seele begab sich in ein neues Erdenleben. Sie war begeistert, dass sie das Licht war, das so besonders ist. Und sie war so aufgeregt, dass sie jener Teil des Besonderen sein durfte, den man Vergebung nennt. Sie wartete gespannt darauf, wie es sein würde, sich selbst als Vergebung erfahren zu können und der anderen Seele dafür danken zu dürfen, dass sie diese Erfahrung möglich gemacht hat. Und in jedem Augenblick dieses neuen Erdenlebens, wann immer eine neue Seele auftaucht, ob sie nun Freude oder Traurigkeit brachte, natürlich besonders dann, wenn sie Traurigkeit brachte, fiel der kleinen Seele ein, was Gott ihr einst mit auf den Weg gegeben hatte. Denke stets daran, hatte Gott mit einem Lächeln gesagt. Ich habe dir immer nur Engel geschickt. Hat dich diese Geschichte inspiriert, zu erkennen, wer und was du wirklich bist? Auch du kommst aus dem Reich des Lichtes. Du bist ein Lichtwesen. Und ja, wie jeder, hast auch du das wahrscheinlich vergessen. Ich habe, ehrlich gesagt, 60 Jahre jetzt in diesem Leben gebraucht, um mich zu erinnern, wer und was ich wirklich bin. Ich habe alles durchlebt, um mich zu erinnern, wer und was ich wirklich bin. Ja, auch die Liebe, besonders die Tiefe meiner Liebe. Irgendwie als Lichtwesen war ich mir dessen gar nicht bewusst, die Liebe in mir zu finden. Das war ja irgendwie mein Sein. Also wo sollte ich hin? Und dieses Nicht-Liebe zu erfahren, war nicht so leicht. Ganz besonders die Verlustangst hat mir gezeigt, dieser Schmerz, jemanden verlieren zu können, hat mich dazu gebracht zu erkennen, dass ich Liebe bin. Ich war unfassbar tief berührt und voller Tränen, als mir bewusst wurde, wie tief ich empfinden kann, wie tief diese Liebe in mir verwurzelt ist. Ja, es ist ein Weg des Erkennens. Alles, was ich inzwischen über mich weiß, ist ein Weg des Erinnerns. Ich habe immer gedacht, ich müsste irgendwo hin. Und vielleicht geht dir das auch so, dass du meinst, du müsstest irgendwo hin. Und letztlich ist es einfach zu erkennen, wer und was du wirklich bist und dich zu erinnern. Und zu leben. Dafür bin ich da. Ich bin ein Wegbegleiter, ein Wegweiser durch meine vielen, vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht nur in diesem Leben. Der Weg ist die Liebe. Und die Liebe ist das Ziel. Für mich geht irgendwie alles nur um die Liebe. Alles ist für dich da, um zu erkennen, dass du Liebe bist. Und wir machen die Erfahrung hier mit allem, was nicht Liebe ist, um zu erkennen, um sich zu erinnern, wer du wirklich bist. Du findest alles in dir. Du darfst mit der Suche aufhören. Ich möchte dich an diesem Tag des Seminars daran erinnern, wer du bist.
deinen Selbstwert in dir zu erkennen, dadurch dein Selbstbewusstsein wiederzufinden. Ja, es geht um ein neues, altes Sein. Dieser Bewusstseinswandel ist nur sozusagen ein Erinnern, eine Zurückführung in das, was eigentlich schon immer da war. Bewusstes Sein bedeutet, sein Herz zu öffnen und dem Herzen zu folgen. Deiner Intuition zu folgen bedeutet, auf dein Herz zu hören. Es gibt so vieles. Die Sprache sagt uns das. Ja, wir haben einen Verstand. Wir haben einen Verstand. Aber wir sind nicht dieser Verstand. Man bezeichnet das auch gerne als Ego. Auch da möchte ich an diesem Tag mit dir gemeinsam hingucken, was dein Ego mit dir macht. Was da plappert immerzu und dir Hinweise gibt. Und oft sind es eben diese negativen Dinge, die dich leiden lassen. Wir sind nicht hier, um zu leiden, sondern Leid als Geschenk annehmen, zum Erkennen, wie will ich denn wirklich leben? Wenn du glücklich sein willst, dann sei glücklich. Es ist ein Sein. Da geht es hin. Damit möchte ich dich bewegen, wieder glücklich zu sein. Aus glücklich sein kommen wir. Das ist unser Geburtsrecht. Und da möchte ich mit euch zusammen sein. Es geht um dich. Es geht um deinen Weg, dich zu erinnern. Gönn dir die Zeit. Gönn dir diesen Raum, den ich euch gebe. Ein Raum der Sicherheit, wo alles sein darf. Bestimmt kennst du das auch aus deinem Leben, dich so anders zu fühlen, dich so falsch zu fühlen, nicht zu wissen, was denn das alles hier soll. Ich kann das alles erklären. Ich werde bestimmt auch an diesem Tag über die innere Erde reden. Es gibt eine Gesellschaft, sogar mehrere Völker, die in der inneren Erde leben und die Erde ist hohl. Für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe so viele Informationen über die Menschen, die Menschheit, die in der inneren Erde lebt, seit vielen tausend Jahren. Ja, gerne beantworte ich da auch alle Fragen zu. Mich umgibt es mit totalem Frieden und Dankbarkeit, dass ich weiß, wo all das, was wir hier an Unbill erleben, hingeht. Diese Menschen leben in diesem erweiterten Bewusstsein der 5., 6. und 7. Dimension. Wir machen gerade den Schritt in die 5. Dimension. Und da geht es darum, das Herz zu öffnen. Das Herz wieder unseren Wegweiser sein zu lassen. Unseren Weg zu gehen. Den eigenen Weg. Nur dein Weg ist der richtige für dich. Lass mich dir helfen, dich zu erinnern. Du musst nirgendwo hin. Du darfst sein. Glücklich sein. Und dieses sich anders fühlen, ich kenne es so gut aus meinem Leben. Ich habe mich so oft falsch gefühlt und nicht dazugehörig. Kennst du das auch? Auch das kann ein gutes Zeichen sein, dass du eine alte Seele bist und dich einfach auch hier schwer zurechtfindest in diesem Leben mit seinen ganzen Herausforderungen, weil wir allen Themen, die wir noch nicht im Frieden gelöst haben, in Liebe gelöst haben, jetzt Raum geboten wird. Und das ist natürlich heftig, in dieser Inkarnation alles auf einmal zu erleben. Also auch das wird Thema an diesem Tag sein, deinen Ängsten zu begegnen, zu erkennen, dass alle Ängste eine Illusion sind, denn sie sind niemals jetzt. Wir werden schöne Übungen dazu machen, Meditationen, vor allem auch um Selbstliebe, um die Liebe in dir zu finden. Ja, ich sag's nochmal, Liebe ist der Weg, Liebe ist das Ziel und Liebe ist das, was du bist. Ich freue mich auf dich.
Habe den Mut, glücklich zu sein. Am Anfang braucht es Mut, um schließlich glücklich zu sein. Finde den Mut in dir. Sage Ja zu dir und deinem Leben. Du bist richtig. Du bist gewollt, so wie du bist.